So Leute, wir versuchen mit dem Ivo vom Kolossus nochmal den Goliath hier auf und schlagen. Die Strecke wird eigentlich erst richtig schön für das Auto ab der Mitte und solange muss man kämpfen. Also Daumen drücken, Attacke. Sorry für die Beleuchtung, ne? Das ist wieder abgefuckt, Alter. Nicht so viel Meter verlieren auf die Führung jetzt hier schon. Machst du aber, wenn du dich hier behakelst halt, ne? Schwung verlierst. Dann wieder vorne umgehen, dann geradeaus bauen alles. Läuft der Ivo nicht, da durchzublättern. Jetzt kommt die Scheißpassage für das Auto, die müssen wir überstehen. Deswegen wäre ich ja gerne als vierter, fünfter, passt schon. Ja, sagen wir dann. Jetzt kommt die Kackpassage, dort erstmal ein paar Minuten. Für das Auto hier nicht geeignet. Nur das Auto ist auch nicht geeignet. Ich muss jetzt auch bremsen, ich weiß jetzt nicht, wie der hier durchkommt. Problem war halt ordentlich Meter. Hehe. Das meine ich. Ja, der ist da hochgemacht, ne? Mag der alles nicht hier. Wie man sieht. Jetzt muss die Passage hinter uns bringen. Gekriegt. Und die machen Meter. Also hier oben beginnt eigentlich jetzt die neue Session, hätte ich fast gesagt. Der neue Sektor. Das liegt dem Auto jetzt besser ab jetzt. Jetzt müssen wir versuchen, ein bisschen aufzuschießen und dann irgendwann unsere Chancen zu kriegen. Und hoffentlich zum Nutzen. Daumen drücken. Dann habe ich schon so weit weg, ey. Nicht getroffen da. Autsch.
Fliesen auf, aber es reicht halt nicht. Könnt ihr den noch mal ein bisschen versuchen zu übersetzen in den Gang? Anders. 2-3 km/h. Jetzt keine Laterne mitnehmen hier. Oh, der X. Diese Dreckskisten, Alter. Dass die hier drin verloren haben, weiß auch kein Mensch, ne? Müssen gleich böse ankern. Aua, und zwar jetzt hier. Schien das böse hier hinten. Der scheiß X, ey. Verpiss dich. Ab in den Dschungel. Mehr geht nicht. Hoch im Tunnel, komm schon. Ist er oben. Und dann vorne bleiben. Mehr geht eh nicht. Bitte noch eine Welle hochkicken, aber schafft er nicht. Verlieren wir Geschwindigkeit, müssen so weiter im Begrenzer fahren. Ich kenne ja den Ivo mittlerweile hier. Nein! Was war das? Wegen der Streaming-Band, die streamen doch gar nicht. Seid ihr behindert? Rekorde doch nur. Wir sind am Arsch, Tiller vorbei. Eingekriegt.
Musste ich mal tragen, werden wir rausgetragen. Und somit haben wir jetzt einen Lauf auf und schlagbar, verdammte Axt. Ja, Mann. Schlechte Zeit gefahren, aber gut, es geht bei Rennen und Rempern und keiner Ideallinie natürlich nicht so schön. Logischerweise. Das geht natürlich, also die Zeiten. Ich habe, glaube ich, mit dem Sesto mal 10,46 mal gefahren, glaube ich, Rivalen. Da geht auch noch was. Da habe ich auch noch viele Fehler gemacht. Und ich habe jetzt nämlich nicht groß durchprobiert mit Autos. Da geben bestimmt einige, weil ich jetzt einfach den FXX durch den Colossus so gut drin hatte. Ne? Am Anfang der Strecke hat er keine Vorteile. Aber dann, weil der macht zwar nicht wie das Sesto so schön hin und her hier ganz schnell und bricht. Der bricht ja dann nicht aus, der Sesto. Aber dafür verlierst du als Fahrer halt selbst die Kontrolle schnell. Das macht der hier halt nicht. Hat aber den Nachteil, dass du natürlich diese engen Passagen anders anfahren musst, bist du ein bisschen langsamer. Aber wenn dann die schnellen Sachen kommen, dann ist der echt gut präzise. Ja, Mann. Danke fürs Zuschauen. Lachi, vielen Gruß. Schönen Gruß an dich. Und viel Erfolg dir auch noch beim Fahren. Danke.